Nehmen wir mal an, Kleopatra stand eines Tages vor ihrer Pyramide und fragte sich: Wie viele Liter Wasser würde ich wohl brauchen, wenn ich meine ganze Pyramide damit füllen wollen würde? Da sie selber keine Ahnung hatte, schickte sie nach ihren Freunden. Hi, weiß einer von euch, wie man das Volumen von meiner Pyramide berechnen kann? Ich weiß nur die Formel für das Volumen einer Pyramide. Und er schreibt Folgendes in den Sand: Grundfläche mal Höhe mal ein Drittel. Und was machen die ein Drittel da? Das weiß ich leider nicht. Aber wir können meinen Freund Neptun fragen. Servus, das GmbH ist um das Volumen des Quaders auszurechnen. Das Volumen eines Quaders berechnet man, indem man Länge mal Breite mal Höhe rechnet. Länge mal Breite ist die Grundfläche. Wenn man jetzt zu unserer Pyramide noch ein Quader mit derselben Grundfläche und derselben Höhe dazu denkt, sieht man, dass dieser größer als die Pyramide ist, nämlich genau dreimal so groß. Hä? Ach was, das ist vielleicht höchstens zweimal so groß. Ich kann es euch beweisen. Wenn man dreimal den Inhalt einer Pyramide in einen Quader mit derselben Grundfläche und derselben Höhe füllt, ist dieser vollständig gefüllt. Das Volumen eines Quaders ist also dreimal so groß wie das einer Pyramide. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Man rechnet also einfach das Volumen des Quaders mal ein Drittel. Dieses Prinzip funktioniert auch für Pyramiden mit viereckigen Grundseiten und Kegeln. Man muss nur die Grundfläche jedes Mal neu berechnen. Bei einer dreieckigen Grundseite Höhe mal Grundseite mal 1/2. Oder beim Kegel rechnet man die Grundseite aus, indem man Pi mal R hoch 2 rechnet. Was ist Pi und was ist R? Das erkläre ich dir ein anderes Mal.